Sehr verehrte Damen und Herren, Brüder und Schwestern, Pelzträger und Pelzträgerinnen, liebe Tierschützer und Tierschützerinnen, hochverehrte Arbeiter, Angestellte und Schulungsteilnehmer, dürre, durchschnittliche und auch dicke Leiber da unten, aufgepasst. Alle sind angesprochen, ausnahmslos alle. Die ganze Maria-Hilfer-Straße und noch so viel mehr. Hiermit verkünde ich feierlich die Geburt einer neuen Nation des Freistaats Elfenbeinturm. Es gibt belegte Brote, soweit das Auge reicht, und Sekt von wegen Heiterkeit. Unser Territorium erstreckt sich noch nicht besonders weit, aber wir haben einen Balkon. Seien Sie unter den Auserwählten, kommen Sie rauf auf unsere Arche Noah, heuern Sie jetzt an. Alles nimmt seinen Lauf und wird in weiterer Folge von sich selbst erfasst. Alles ist eine Lawine. Und wenn nicht, dann ist es nichts. Wir besinnen uns auf das Wesentliche. Wir machen Köpfe mit Nägeln. Da kommt der Ofen hin. Der ist Wärmespender und Kochgerät in einem. Es gibt Zucker, Mehl und Tabletten zur Entgiftung des Regenwassers. Dieser Balkon ist jetzt und für alle Zeiten ein souveräner Staat. Alle müssen rauf, alle müssen mit, alle müssen durch. Wir haben Kindergärten für die Kleinen und betreutes Wohnen für die Alten. Die Erwerbsfähigen stellen sich in den Dienst der Sache. Es gibt für jeden Platz hier Platz an der Sonne, wenn die Sonne scheint. Kommen Sie zu mir herauf. Kommen Sie herauf. Sie und Sie. Insbesondere auch Sie und Sie und die Menschen in der Schlange rauf in den Elfenbeinturm. Abmarsch, alle rauf, alle rauf. Hereinspaziert, lassen Sie alles liegen und stehen. Geben Sie Ihrem Leben einen Sinn. Hier spielt die Musik, hier steppt der Bär, hier geht es rund, hier ist die Welt noch in Ordnung. Sind Sie es leid, sich tagtäglich aufs Neue orientieren zu müssen? Immer diese Entscheidungen. Das ist jetzt vorbei mit dem 1, 2, 3, DIY, Balkonstart. Stehen Sie in vorderster Reihe, gleich nach mir. Wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie nicht nur Wimpel und Fahne mit Wappen, sondern auch ein Set mit Ansichtskarten von unserem schönen Land, damit Sie Ihren Verwandten anschaulich schreiben können, wohin Sie ausgewandert sind, wo Sie jetzt dazugehören, wo Sie jetzt dabei sind. Holen Sie Ihre Familien nach. Holen Sie die Familien nach. Irgendwann. Vielleicht können Sie sich das immer noch nicht ganz vorstellen. Drum werde ich Ihnen helfen, das zu visualisieren. Ich werde Ihnen helfen. Ich werde Ihnen allen helfen. Ich werde Ihnen helfen. Und auch dir, mein Kind. Und auch dir und euch mit den Regenschirmen. Allen wird geholfen werden. Hier direkt vor mir wird das Latrinenloch gegraben. Gebohrt. Und durch das werden Sie sich schon alle bald erleichtern. Entscheiden Sie sich schnell, sonst gehören Sie vielleicht schon morgen zu den Angeschissenen. Die Maria-Hilfer-Straße ist doch nicht mehr zu halten. Kommen Sie zu mir! Wenn der Welt der Saft ausgeht, und das wird schon sehr bald soweit sein, dann ist hier alles Latrine. Verstehen Sie das? Das ist schon bald alles eine einzige Kloake. Es wird Krieg geben da draußen. Im Elfenbeinturm aber sind Sie sicher. Sagen Sie jetzt ja. Sagen Sie ja zu einem geregelten Leben. Sagen Sie ja zu einer klar definierten Zukunft. Sagen Sie ja zu einem effizienten Lebensstil. Input, Output, Dolce Vita. Jetzt. Kaschotten, Remstaug, Balknarst, Mirks, Kononobasten. Kononobasten, ist das ein Angebot? Das ist ein Angebot.
Hier rechts, also von Ihnen aus gesehen links, wird es einen kleinen Laden geben. Es gibt dort praktische Dinge zu kaufen. Heu für die Pferde, Windeln zum Auskochen und natürlich Tabak. Die einzige krisensichere Währung überhaupt. Und wir haben auch Tabletten gegen Skorbut, um den Klabautermann abzuhalten. Wir bieten hier in der Schule für Dichtung übrigens auch Seminare an. Von wie schreibe ich einen Liebesbrief bis hin zu Oktoberfest für Hartgesottene. Verstehen Sie? Ein kleines Beispiel. Ein schönes Beispiel. Ein Gedicht sozusagen. Und ich werde wiederkommen als Flaschengeist bis in die Niederungen zum Abstellgleis. Und ich habe ein Lied gesungen vom Bachmannpreis. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Sie und Sie und auch Sie haben bei sich selbst genascht und es hat ihnen nicht gut bekommen. Ihre Finger und Zehen sind ja nimmer zu sehen. Das muss aufhören. Sie können nicht ewig bei sich selbst dieses Raubrittertum betreiben. Sie brauchen neues, unverbrauchtes Land. Kommen Sie zu uns. Als Elfenbeinturm sind wir Staat, Religion und Familie in einem. Wir sind Mutterschoß, Uterus, Butterbrot und der doppelbürdige Unterton. Wir sind das Fundament und das Firmament. Kommen Sie in den Elfenbeinturm, die Umkleidekabine des Universums. Wir verpassen Ihnen einen neuen Look, der sich gewaschen hat, auf das Sie sich nicht wiedererkennen. Lassen Sie alles liegen und stehen. Der Weihnachtseinkauf kann doch warten. Es ist doch alle Jahre wieder. Die Chance aber, bei dieser einzigartigen Bewegung dabei zu sein, die bekommen Sie nur dieses eine einzige Mal hier und jetzt. Wir vom Staat Elfenbeinturm nehmen die Entwicklung vorweg. Wir sind der Fortschritt und die Zukunft. Wir haben jetzt längst schon alles in die Wege geleitet. Wer nicht für uns ist, ist leider gegen uns. Schau, hör mir zu. Deine Mama hat dich doch nie geliebt. Erinner dich, wie sie dich beobachtet hat aus dem Augenwinkel, wie du das Müsli aus der großen Packung immer und immer wieder neben die Schüssel geschüttet hast. So sicher wie das Tee im Gebet hast du die Nerven deiner armen Mutter jeden Tag aufs Neue mit deinen Schlittschuhen malträtiert. Und was hat sie sich für dich geschämt? So ein ungeschicktes Kind, zwei linke Hände und diese lächerlichen Fliegerohren. Den falschen Vater, das Kind hat den falschen Vater. Aber das ist deine Chance, das alles wieder gut zu machen. Come on, come on, hereinspaziert. Heilsversprechen waren gestern. Heute gibt es den Lift in den ersten Stock. Instant Karma, Bitch. Instant Karma. Kommen Sie rauf. Wir vergeben dir alle deine Sünden, wir setzen dich auf Werkseinstellungen zurück und dann werden wir dein armseliges Leben nach allen Regeln der Kunst pimpen. Pimpen. Wir sorgen dafür, dass du dich nicht länger unnötig verausgabst. Wir optimieren deine Prozesse und achten dabei fein säuberlich auf deine Work-Life-Balance, oder? Ich möchte dir was mitgeben für deinen weiteren Lebensweg. Eine kleine Weisheit. Es gibt Entscheidungen, die sind irreversibel. Es gibt Dinge, die kann man nicht zurücknehmen. Erbrochenes beispielsweise. Und
dann wiederum gibt es Dinge, die bleiben einem auf ewig im Magen liegen. Ihr Ablaufdatum ist unendlich fern. Und wenn du dich aber weiter von Fertiggerichten ernährst, dann wirst du einst selbst als Tiefkühlpizza enden. Merke, im Osten geht die Sonne auf, im Süden steigt sie hoch hinauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden wird sie nie gesehen. Und du, wenn du dich immer und immer wieder mit fremden Federn schmückst, indem du dich immer mit diesen Schießbudenfiguren umgibst, nur damit du morgen etwas hast, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Hier aber gibt es das nicht. Hier wird reiner Wein eingeschenkt. Hier sind wir alle Brüder und Schwestern. Die Hausordnung wird gut sichtbar ausgehängt. Debatten gibt es nicht und das ist auch gut so. Deshalb sage ich abschließend, lasst eure kümmerlichen Existenzen da unten zurück. Und streift eure Alten heute an der Pforte zum Elfenbeinturm ab. Jetzt oder nie! Hubert, hast du eine Idee, einen Begriff, was Poesie sein könnte? Poesie und Dichtung ist für mich eigentlich ein gut gewählter Ausschnitt, ein schönes Detail aus dem, was so passiert. Und ich glaube, oft versucht man einfach irgendwie Sachen zu komprimieren, zu kondensieren auf irgendwie einen schönen Bildausschnitt.